suche mir schon mal einen Schlafplatz aus. Geh mal schlafen, ne? Jo, such mal. Ich geh mal zu Merino. Ich geh zu Hildegard. Ja. Ich geh ins Haus. Hildegard. Merino. Hildegard, bleib stehen. Komm, Hildegard. Ich geh hier schlafen. Hildegard, bleib doch stehen. Welches Schaf hat hier gerade gemäht? Welches hat... Hildegard. Ja, die hat Angst vor dir gekriegt. Hildegard. Ich schlaf im Ladewagen. Jo, können wir. Muss den Jürgen, den Harry fragen. Ich schlaf im Ladewagen, ist bestimmt gemütlich. Ja, klar. Jungs, Harry hat mir gerade eine SMS geschickt. Was ist los? Der kommt, glaube ich, auch noch, doch noch kurz vorbei. Schlafen, bitte. Ich bin müde. Ich schlafe in mein Auto, gute Nacht. Ich auch. Ich auch, das ist bequemer. Wie lang schlafen wir denn? Warte noch kurz auf den Harry. Da kommt er ja schon. Du bei Hans sind auf dem Pickup schlafen. Harry, was los? Ja, jetzt bin ich auch bei mir gewesen und dann habe ich vergessen schlafen zu gehen. Ja, komm hier. Ich habe noch ein bisschen vom Schweinebraten übrig, vom Wildschwein. Ich will schlafen. Oh. Kannst noch kurz was futtern und dann geh mal pennen. Jo. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach. Nacht! Da Nacht. Hinten! Nacht! Nacht! 10. Achso, ich muss ja. Einmal mit Profis. So. Oh, jetzt habe ich Rückenschmerzen, ey. Harry, gut gepennt. Ich denn je gepennt? Ja. Ich glaube, die anderen drei haben nicht so gut geschlafen. Die haben alle bei den Schafen gepennt. Volker, hast du einen Besen? Ich muss den Pickup vom Hans sauber machen. Hinten was hast du denn? Ups. Ich hab reingekackt. Ich hab mir was Gras geholt und das hier hinten reingelegt, damit es weicher ist. Ich hoffe, dass es nicht das sein wird. Harry, aufpassen. Nee. Gut. Ja, die Lenkung ist nicht so geil. Ciao, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao, Varuna. Tschüss. Ciao, Kakao. So. Da kommt für den kleinen Effekt hier. Die Schafe bringe ich dir jetzt. Jo, danke. Sirene an. Ja. So, jetzt ist aber Ruhe hier wieder im Karton. So, war ein illustrer Abend gestern. Ey, der Stromberger, der geht mir auf die Nüsse. So, warte mal, ich muss mal gerade aufs Konto gucken. Wir haben jetzt 20.000. Ich guck mal gerade den Katalog. Ich bräuchte nämlich irgendeinen kleinen Anhänger für die Ballen. Diverses. Da haben wir nix. Anhänger. Der kostet 8.000, kostet der, ey. Das günstigste Modell. Sind auch als Ballenanhänger? Nee. Ah, warte mal, doch. Wir hätten doch hier. Ah,
Das wäre eine Idee. Könnte ich die da drauf packen vielleicht? Oder vielleicht hat er noch irgendwas im Angebot. Ja? Hans, bist du gut angekommen? Ja. Du, ich habe eine Frage. Hast du noch irgendwie einen kleinen Anhänger im Angebot? Soll nicht viel kosten, für dass ich meine Ballen transportieren kann von den Schafen. Mhm. Hast du da irgendwas? Muss ich schauen. Also ich habe gerade schon geschaut, ich habe jetzt nicht wirklich was gefunden. Sie könnten Tue an der Plattform nutzen. Ja, aber der kostet ja eine Million. Nee. Der kleine kostet 40.000 mit der Kombi-Plattform M, das heißt 45.500. Woher soll ich denn 40.000 nehmen? Bräuchte theoretisch auch irgendwas, um die Ballen überhaupt zu liften, weil ich glaube, mein Traktor hat gar keine Frontlader-Unterstützung. Sonst gibt's wie viele Ballen müssten sie denn transportieren? Das war jetzt schon wieder per Sie, ey. Gestern haben wir noch zusammen gesoffen. Hans? Gestern haben wir zusammen gesoffen? Gestern Abend, hast du schon vergessen, ey. Anscheinend schon. Ja, keine Ahnung, immer wieder mal ballen, weißt du? Also nicht viele. Ah, mal so, mal so. Ist ja unterschiedlich. Ja, dann den Strautmann SFK 802 in der Beinwagen-Ausführung. Hm. Ich habe auch noch so ein Dings gesehen bei Tieflader. Den Bandit. Hat der Spanngurte? Kann man da Spanngurte festmachen? Bei welchen? Tieflader. Tieflader? Achso, American Bandit, ja. Hat der Spanngurte? Ich meine schon. Oder. Warte mal. Den Zweiachser Plateau-Anhänger. Aber der kostet auch schon wieder 12. Okay, ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Jo, mach das. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, Harry. Jo, schon wieder da. Probier du mal abzuladen. Von links nach rechts, gell? Funktioniert. So, danke schön. Was kriegst du denn jetzt? Jo, das wären dann 14.000. Okay. Überweise ich, warte hier, ich geb's dir gleich bar. Noch ein bisschen was extra. Jo, danke. Du, da sehe ich gerade schon wieder den Stromberger. Wie kommst denn du mit dem zurecht? Ja. Jetzt. So, also bei mir hat der eigentlich noch nie eine Strafe gegeben oder so. Naja, nicht Strafe, aber so zwischenmenschlich. Ja, ist halt immer schleicht überall herum. Ne? Ja, sorry, ich muss ans Telefon. Jo. Hallo? Der Harry bei dir. Ja, warte, Harry, warte. Ich gebe dich gerade mal weiter. Jo. Der Jürgen. Hallo? Moin. Soll ich dir den Steier hochbringen? Ja, wenn du Zeit hast. Ja. Hey, Harry, mein Telefon. Soll ich dich dann runterfahren? Ja, bitte. Jo, mach ich. Danke dir. Jo, tschüss. Ciao. Ciao. Kannst du nicht einfach mein Telefon mitnehmen? Ja, ein Telefon. Danke. Ciao. Ciao. Wollte der wirklich wegfahren? Okay, warte, ich muss mal nach den Schäfchen gucken. Wir brauchen wieder ein bisschen Wasser und ein bisschen Gras, aber nicht so viel eigentlich. Aber jetzt habe ich, glaube ich, voll hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 76 Tiere. Der ist gut, haben wir ein bisschen Platz noch. So, jetzt muss ich mich gerade mal gucken. Wir haben noch, ich brauche nämlich auch noch irgendwas mit Frontlade. Muss mal gerade gucken, was ich muss, glaube ich, mal gucken, was der, aber der ist halt, warte mal, wie viel PS braucht die Sämaschine? Die PS 180. Für den kriege ich noch ein bisschen mehr als 100. Wie schnell fährt er? 40. Ich brauche irgendwas mit 180 Pesen. Weißt du, wenn ich mir nämlich so einen Traktor anschaffe, dann kriege ich ja dafür... Ah, Moment. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo Neumann, du müsstest mir kurz ein bisschen Geld von der Stadt überweisen. Ich habe nicht gerade nochmal Schafe gekauft. Ich rechne mal gerade 40%. Ups, nee, das war falsch. Mal 0,4. 5600. 5600. Weil, naja, heißt, ich hätte mir dich da... Oh, warte mal, Traktor läuft noch. Ich hätte da irgendwie Vorteilnahme genommen oder so. Nee. Aber krass. Weißt du noch, das mit den 30.000, das hat noch keiner rausgekriegt. Nee, wie soll das denn ja auch jemand rausfinden? Wir waren alleine. Ja. Da kann keiner... Also ich muss ganz ehrlich sagen, das nervt mich mit dem, dass meine Ernte so lange braucht. Ja. Hast du schon gemacht? Ja, ich bin angekommen. 5600. Jo, okay. Und dann, warte, ja, okay, nee, passt. Gut, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. So. So, und jetzt habe ich nämlich folgenden Plan. Wenn ich den Traktor verkaufe und mir dann einen neuen Traktor kaufe, also ich habe 12.000, mit den 100.000, wo ich für den Traktor krieg, also der Kosten, der krieg ich noch mehr wie 100.000. So. Und dann kriege ich ja für einen neuen Traktor, lass mich gerade mal rechnen, wenn ich mir den hier kaufe, 228.000, warte, was kostet der wirklich? Mit Frontlader, ja. So, wie er da steht. Kostet der 230.000 mal 0,4. Dann kriege ich nochmal 92.000 plus die 100.000, die ich für den anderen Traktor kriege, plus 12.000, die ich auf dem Konto habe. Fehlen mir 20.000. Ich gehe mal wirklich zum Hans-Peter und lass den Traktor schätzen. Ich brauche ja dann auch nochmal ein Ding.
brauche ja auch noch einen Frontlader. Muss man gerade mal gucken. Aber das könnte sich ausgehen. Ich gehe mal rüber und frage ihn, was er dafür haben will. Im Notfall muss ich halt gucken, dass ich die Wolle verkaufe. Was bringt denn die? Gleich nochmal nachgucken. In den Kurven ist immer schwer, wenn man da lang fährt. 2300 gerade. Ich habe 1500. Ja, viel ist es nicht. Aber ich werde mal gucken. Der ist gar nicht da.